Ja, lieber Herr Gottschalk, Ihr Thema heute war, wie künstliche Intelligenz die Private Equity Welt umkrempeln wird. Wie kann denn künstliche Intelligenz die Fondsauswahl in der Private Equity Welt revolutionieren? Also künstliche Intelligenz ist ein ganz breites Thema. Ich möchte es fokussierend runterbrechen auf die Anwendung in keine maschinellem Lernen für spezielle Vorhersagemodelle im Prinzip, die in der Tat in der Lage sind zu sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der eine Fonds besser laufen als der andere. Im Prinzip schaut man sich da viele Daten an über den Fondsmanager aus dem Track Record, die auch heute schon angewandt werden in der sozusagen menschlichen Due Diligence, aber bei denen der Entscheidungsträger selten weiß, was denn tatsächlich jetzt zählt. Man schaut sich die Dinge an, auf der Basis zu hoffen, dass man irgendwie aus dem Bauchgefühl weiß, auf was man schauen muss. Und hier ist das Maschinelle Lernen tatsächlich in der Lage zu sagen, durch sehr feine Analysen nicht nur jedes einzelnen Faktors, sondern auch der Interaktionseffekte zwischen diesen Faktoren zu sagen, wie kann ich die Informationen kombinieren, um da zu einer validen Vorhersage zu kommen. Das ist die Kernentscheidung der Fondsauswahl, die meiner Ansicht nach analytisch deutlich verstärkt werden kann und zu deutlich präziseren Vorhersagen führen kann. Welche Rolle spielt maschinelles Lernen bei der Bepreisung von Sekundärfonds in der Private Equity Branche? Bisher sehr wenig. Ja. Das Einzige, was man hört von einigen Spielen, ist, dass sie versuchen, maschinelles Lernen dafür auszubenutzen, dass irgendwie Daten aus Dokumenten schneller herausgezogen wurden. Das, was meiner Ansicht nach den größeren Schritt nach vorne bringt, ist, dass auch hier das maschinelle Lernen tatsächlich die Kernentscheidung, das Bepreisen des Sekundärfonds informieren kann. Und hier kann man ansetzen auf Faktoren, die im Prinzip abbilden, naja, was passiert denn auf Basis des Fondsmanagers? Das Repricing von Sekundärfonds heutzutage, Sekundäranteilen heutzutage, basiert sehr, sehr stark auf einer Bottom-up-Überlegung. Ich schaue mir die Zielunternehmungen an und versuche jetzt mal einen Wert zu finden und zu schauen, ob der anders ist als der Buchwert. Man könnte mit maschinellem Lernen aus der anderen Ecke kommen und sagen, welche Einflussfaktoren auch hier auf Basis des Fondsmanagers spielen eine Rolle. Wie geht es dem gerade? Ist der gerade sehr stark gewachsen? Ist der strategisch anders aufgestellt als vor 4 Jahren, als dieser Fonds investiert wurde. Und es gibt hier eine Vielzahl von Faktoren, die im Prinzip mit Menschenverstand, naja, so aussehen, als könnten sie auch hier entscheidungsrelevant sein. Und genau wie bei der Primärmanager-Auswahl gibt es halt hier die Macht des maschinellen Lernens. Viele dieser Faktoren zusammengewürfelt im mathematischen Modell führen zu einer deutlich präziseren Bepreisung dieser Sekundäranteile. Inwiefern können Modelle basierend auf KI und maschinellem Lernen die Co-Investments-Entscheidungen bei LPs beeinflussen? Die Co-Invest-Entscheidung für Limited Part, das basiert im Prinzip auf der Überlegung, naja, ich bekomme einen Deal angeboten. Ist dieser Deal besonders wahrscheinlich ein relativ guter oder schlechter im Vergleich zu allem anderen, was der Fondsmanager macht? Auch hier gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren, die sich Entscheidungsträger heutzutage schon anschauen. Auch hier fehlt oft die empirische Validierung jedes einzelnen Faktors. Und mit menschlichem Hirn ist man nicht mehr in der Lage, die Interaktionseffekte auch hier zwischen einer Vielzahl von Einflussfaktoren abzubilden. Auch da gibt es historisch Daten über den Track Record dieses speziellen Fondsmanagers, aufgrund dessen man dann schon sehen kann, naja, diese Art von Deal läuft der besonders gut oder besonders schlecht für einen Fondsmanager mit diesen Eigenschaften. Auch da kann das maschinelle Lernen dazu führen, dass man diese Einflussfaktoren in ihrem Zusammenspiel betrachtet, entsprechende Modelle daraus bildet, um zu einer Vorhersage zu kommen, naja, der Deal ist mehr oder weniger wahrscheinlich besser oder schlechter zu laufen als der Durchschnitt. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.